Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Cube World. Ja, ist schon wieder verdammt lange her, seitdem ich mein letztes Video gemacht habe. Es liegt ganz einfach daran, dass ich in letzter Zeit sehr viel zu tun hatte. Ich habe mein Abitur jetzt fertiggestellt, sozusagen, und es hat verdammt viel Arbeit und Zeit gekostet und ich hatte einfach überhaupt keine Zeit für Computerspiele, geschweige denn Videos zu machen. Und Cube World kommt mir jetzt genau richtig. Jetzt habe ich nämlich wieder einen Riesenhaufen an Zeit, den ich auch sehr viel in YouTube investieren werde. Ich habe es echt vermisst, hier Videos zu machen und... Ja, ich weiß, ich habe öfter mal gesagt, dass ich wieder anfangen werde mit Videos machen, dass ich jetzt wieder mehr Zeit da rein investieren wollte, aber dann kam der nächste Batzen an Hausaufgaben, der nächste Batzen zu lernen und ja, es war mir einfach wirklich nicht möglich und ich musste in der Zeit echt Prioritäten setzen und YouTube und Computerspielen hat da leider keine Zeit mehr gefunden. Naja, viel mehr möchte ich gar nicht reden, ich habe jetzt Cube World mir gestern geholt. Ich bin echt ein kompletter Anfänger, ich habe mal eine kleine Welt gestartet, um das ein bisschen auszuprobieren, mit der Steuerung so halbwegs zurechtzukommen. Ich habe gestern mal direkt versucht, ein Let's Play anzufangen, habe aber dann relativ schnell nach ca. 15 Minuten gemerkt, dass das nichts wird. Also habe ich mir erstmal ein ganz kleines Tutorial-Video angeguckt, um so grob zu verstehen, worum es eigentlich in diesem Spiel geht. Und es gibt eigentlich keinen besonders großen Sinn. Man rennt rum mit einem Charakter. Es sieht hier alles ein bisschen aus wie Minecraft, das vielleicht vorweg. Es ist ja aber nichts mit Minecraft, also das hat überhaupt nichts mit Minecraft zu tun. Es ist ein komplettes anderes Spiel. Sieht etwa so aus, aber es ist ein Rollenspiel. Also man spielt einen kleinen Charakter, dann kann man nachher noch in der Klasse auswählen, was man genau spielt. Und es geht eigentlich nur darum, Leute zu killen, Equipment zu besorgen, Level aufzusteigen, Skills zu lernen und so kleine Quests zu machen. Das Spiel, man sieht es hier, ist noch in der Alpha-Version. Also wir haben noch sehr viel zu erwarten in der Entwicklung des Spiels. Trotzdem wollte ich jetzt schon mal anfangen, jetzt wo es brandneu ist. Hier, ich habe ganz kleine, zwei kleine Charaktere erstellt. Einmal hier so ein Magier, einmal so ein Krieger. Und einfach mal sehen, wie sich das Spiel so anfühlt, wie man da rumrennt, dass ich nicht ein kompletter Anfänger bin. Aber dies lassen wir jetzt mal hinter uns. Die kann ich auch direkt löschen hier, die beiden Charaktere. Weil mit denen werde ich eh nicht mehr spielen, zwar eh nur zu Testzwecken. Ich werde einfach mal einen neuen Charakter erstellen. Und hier sehen wir direkt hier im Charaktermenü. Können wir erstmal eine Rasse aussuchen, ein Geschlecht, eine Klasse, ein Gesicht. Und eine Frisur. Fangen wir einfach mal an mit der Klasse. Hier gibt es Mensch, Elf, Zwerg, was war das hier? Ork, Goblin, Lizard, ich weiß nicht, was heißt, Echse oder so. Und Untoter. Und ich fand hier diesen, den Lizard fand ich einfach extrem lustig mit dem Gesicht und dem Mund, wie der aussieht. Also hätte ich, glaube ich, den hier nehmen. Ich würde euch ja gerne fragen, was ihr gerne sehen wollt, weil es soll ja auch so ein bisschen Let's Play Together mit euch sozusagen sein. Dass ihr mir in den Kommentaren zum Beispiel schreiben könnt, was ihr gern sehen wolltet, weil das Spiel ist ja relativ neu. Und falls ihr noch so auf dem, falls ihr euch noch entscheidet, ob ihr das Spiel jetzt holen wollt oder nicht, ob es euch das wert ist, die Investition von 15 Euro, und ihr bestimmte Sachen sehen wollt, ob man die machen kann, dann bitte schreibt es in die Kommentare. Ich werde darauf eingehen. Im letzten Jahr hatte ich nicht so besonders viel Zeit mit der ganzen Schule und konnte Kommentare nicht wirklich durchlesen. Ich habe ein paar Mal mir angeschaut, aber... Ich kam nie dazu, wirklich alle zu lesen. Das werde ich aber in der Zukunft jetzt bewerkstelligen. Ich habe jetzt echt viel Zeit. Und die werde ich auch nutzen, wie gesagt. Gut, wir nehmen Mail. Und dann die Klasse, das machen wir zuletzt. Das ist das Wichtigste. Dann Face. Da gibt es, glaube ich, nur zwei hier zum Auswählen. Eins mit Mund geschlossen, eins mit Mund auf. Ich finde den mit Mund auf ein bisschen lustiger. Nehmen wir mal den. Und dann die Frisur. Naja, da finde ich das hier mit den... Den Spikes hier noch am besten. Können wir auch die Haarfarbe noch wählen. Finde ich aber alle ein bisschen... Ich glaube, ich nehme Rot oder nehme Blau? Ich nehme, glaube ich, nehme Rot. Das passt besser zu den Augen. Gut. Und dann die Klasse. Das ist das Wichtigste. Es gibt einmal einen Warrior. Der fängt an mit hier so einer Keule. Aber man kann im Laufe des Spiels immer neue Waffen aufsammeln, kaufen. Und man kann sich nachher auch selber mit so Stahlpixeln... Und das ist so ein bisschen Craft-ähnlich... Und man kann sich dann seine eigenen Waffen bauen, malen sozusagen, mit diesen Pixeln. Man kann ein Elementarpixel da drauf machen, dass sie noch Elementarschaden machen, die Waffen. Ist ziemlich cool, ich habe es noch nicht ganz durchgeblickt. Werden wir noch sehen im Laufe des Let's Plays. Also Klasse, Warrior gibt es hier. Es gibt Ranger, das ist ein Bogenschütze. Dann gibt es einen Magier. Einen mit einem Doppelschwert. Was das hier übersetzt heißt, weiß ich leider nicht. Dann wieder den Krieger. Okay, das sind die Klassen. Ich bin nicht genau sicher, was ich machen will. Aber ich tendiere gerade ein bisschen zu dem mit zwei Schwertern. Sieht mir am lustigsten aus. Ich habe leider keine Ahnung, was die für Skills später haben. Aber ich glaube, man kann auch hier mit der Doppelschwertklasse zum Beispiel ein Kriegerschwert nehmen oder so.
Werden wir sehen. Ich würde sagen, wir nehmen das einfach mal so, wie es ist. Hier können wir den Charakter noch benennen. Ich glaube, ich nenne den einfach mal so, wie mein YouTube-Namen. Charakter erstellen. Dann erstelle ich mal eine neue Welt. Und dann kann man hier ein Seed machen. Ich nenne mir mal 1, 2, 3, 2, 1. Und den Namen auch hier wie mein Charaktername. Falls jemand mit diesem gleichen Seed spielen will und die gleiche Welt haben will, könnt ihr das gern benutzen. Gut. Welt baut sich langsam auf. Ich glaube, der Nebel, der wird noch ein bisschen weniger im Laufe der Zeit. Und hier mit Mausrad tut man rein und raus. Jetzt für die, die hier ganz neu anfangen, mit F1 kann man hier sein kleines Menü öffnen und da steht so ein bisschen die Tastenbelegung. Das ist eine ziemlich wichtige Taste. Da steht zum Beispiel X, kann man seine Skills. Am Anfang kann man, glaube ich, einen hier aussuchen, was man sein will, Ninja oder ein Assassin. Und da steht ganz grob in der Beschreibung, was die genau können. Der hier kann zum Beispiel so Stealth-Attacks machen und so. Keine Ahnung, ich habe es noch nicht genau durchgelesen. Kann ich mal später in Ruhe machen. Und da können wir uns entscheiden, was wir da genau haben wollen. Okay, ja, und diese Skills hier, die lernt man in der Stadt, wenn man bei seinem Lehrmeister in der Nähe ist oder so. Ich weiß das auch nicht genau. Werde ich mir später alles noch anschauen müssen. Ich habe mir, wie gesagt, nur ein ganz kleines Tutorial angeguckt. Mit X wieder schließen, das mit F1 schließen. Und gut, mit Rechtsklick und Linksklick kann man Attacken ausführen. Das sind die zwei Attacken, die sieht man unten in der Taskleiste, die man am Anfang hat. Heben wir das mal auf. Mit X kann man, ne, mit C kann man hier... Quatsch, was sag ich denn? Mit Escape, genau, kann man diese Leiste hier öffnen. Und da gibt es zum Beispiel die Option... Sound, zum Beispiel den Sound, den kann ich mal ein bisschen runterstellen, weil ich glaube, der könnte eventuell, also die Render Distance, die wollen wir nicht umstellen. Music Volume machen wir auch mal ein bisschen runter. Apply. Okay. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen leiser geworden. Und ganz wichtig, wenn man auf die Map geht, dann kann man hier die Karte erstmal sehen. Das sind wir. Und dieses Symbol hier zeigt die nächste Stadt an. Und da wollen wir immer hin. Genau hier hin. Man kann auch laufen, während man die Karte aufhat. Das ist ganz lustig. Und diese Schwerter hier, das sind die Tagesquests. Da muss man hin und so einen Endboss killen und bekommt dann Erfahrung. Oder ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß nur halt von dem Tutorial, wie gesagt. Und ich bin einmal hingelaufen auf der anderen Map, aber die Gegner waren mir ziemlich viel zu stark. Also müssen wir erstmal in Ruhe leveln hier. Wir laufen in die richtige Richtung, genau. Ja, und das ist zum Beispiel ein Gegner hier. Der Rot heißt immer irgendwie Gegner und... Die Farbe des Namens steht irgendwie fürs Level. Der ist jetzt orange, also, und der ist alleine, also müssten wir den theoretisch packen. Ich kann aber noch nichts versprechen. Komm schon, hau rein. Okay. Orange ist schon wieder am Rande des Möglichen, nehme ich an. Wobei, es scheint zu funktionieren. Oh mein Gott, was ist das denn da für ein fetter Troll da links? Und mit Q kann man immer Pots zu sich nehmen, aber da muss man aufhören zu kämpfen. Okay, 3 XP. Der hat leider nichts gedroppt. Schauen wir, was das denn für... Oh, okay, der... Hier seht schon, der Name ist rot und das Vieh sieht auch ein bisschen gefährlich aus. Also wenn wir den erstmal meiden. Also rennen wir mal weiter hier in die Stadt. Was ist das hier für ein Vieh? Das ist auch böse. Okay, das ist jetzt schon wieder... Das ist auch orange. Okay, das können wir eigentlich auch mal angreifen. Ah ne, das ist grün, ne? Ah ne, das können wir aber auch angreifen, okay. Oh nein, der ist schon irgendwie stärker, der ist irgendwie stärker. Nehmen wir mal einen Pott. Aber ich glaube, wir können ihn packen. Weil das Ziel ist wirklich erstmal hier in Ruhe zu leveln. Und das kann man am Anfang halt nur durch, glaube ich, Quests und durchs Killen von Gegnern. Komm schon, nimm das. Okay, was hat er gedroppt? Das hier ist ein Rezept, okay. Sehr gut, laufen wir weiterhin in die Richtung Stadt. Oha, was geht denn da ab? Okay, die sind feindlich. Die sind feindlich, definitiv. Okay. Kartenblenden. Diese Dinger hier immer aufsammeln. Es gibt auch so kleine Büsche, die droppen Holz. Aus denen kann man dann so zum Beispiel Magierstäbe machen, Zauberstäbe. Und so weiter und so fort, zeige ich euch später noch. Und das hier ist so ein Spawn-Ding. Wenn man stirbt, dann spawnt man, glaube ich, immer am nächsten von diesen Dingern hier. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wir müssen weiter in die Richtung. Aber das sind die ganzen Viecher. Ich laufe da mal außen rum. Ich habe keinen Bock, mich mit denen anzulegen. Ich glaube, die würden mich ziemlich kaputt hauen. Und hier, das ist so ein Busch, von dem ich geredet habe.
Der droppt normalerweise immer Holz oder diese Plant Fibers hier. Okay, perfekt. Gut, wie man Pots und so braut, das kann ich euch später noch zeigen. Aber ich weiß wirklich fast nichts über dieses Spiel. Ich habe mir wirklich nur die gröbsten Sachen angeschaut. Ein bisschen Steuerung, wie man sich einen Pot macht. Wie genau man sich jetzt Waffen craftet und so weiß ich auch nicht. Wow, das ist so ein Dungeon. Oh, oh, oh. Ah, Bett, was heißt blau? Heißt blau gefährlich? Ich glaube nicht, nein. Und diese Dungeons sollte man, glaube ich, erst später reingehen. Ich glaube, der endet hier auch schon fast. Ah, nee, das hier ist, glaube ich... Oder? Nee, doch nicht. Es gibt halt so Steine, die kann man mit Bomben wegjagen. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Ist das da? Leftovers. Ah, Leftovers, okay. Von denen habe ich auch schon gehört. Man kann irgendwie in der Stadt bei so einem bestimmten Händler, kann man die untersuchen lassen. Und das hier ist so eine Herzblume, die ist auch ganz wichtig. Aus denen macht man die Pots. Schauen wir mal auf der Map, dass wir noch in die richtige Richtung laufen. Das hier müsste stimmen, genau. Ja, ich hoffe mir echt viel von diesem Spiel. Ich habe echt gut gehört. Was ist das denn da? Das habe ich auch noch nie gesehen. Und ich würde mich echt freuen, falls jemand von euch so ein bisschen mehr Ahnung als ich hier habt über das Spiel hier. Wäre es echt cool, wenn ihr mir so ein paar Tipps gibt in den Kommentaren. Über die Steuerung, über Sachen, die man hier machen kann. Wäre echt verdammt hilfreich, dass ich hier nicht komplett planlos durch die Gegend renne. Untoter. Oh mein Gott, der greift mich an. Okay, ich schluck mal schnell einen Pott. Das wäre echt geil, wenn man so einen Untoten killen könnte. Ich glaube, die droppen dann auch Equipment. Oh, ich freue mich echt, wenn man neue Skills hat. Man kann auch nachher so Paraglider bekommen, mit denen kann man dann fliegen und so. Das ist echt genial, was, wie die das hier gemacht haben. Was ist das da? Ah, sind das Boots oder was schon? Was war das? Shoulder Armor, okay. Shoulders. Kann ich nicht nehmen, warum nicht? Ah, das ist nur für einen Ranger, okay, also nur für einen Bogenschützen. Okay, cool, so bekommt man anscheinend dann das Equipment. Wie schließe ich das jetzt wieder? Escape? Nee. Inventar, genau, mit I. Was war Tab? Tab hier kann man immer das Item, was auf der Kuh ist, das Quick-Item, das kann man da immer wechseln, was man da gern hätte. Shroud, das können wir auch mal zerstören. Und nehmt wirklich auf den Wegen immer alles mit, was ihr so findet. Irgendwo könnt ihr es bestimmt gebrauchen. Okay, jetzt rennen wir weiter in die Richtung hier. Richtung Stadt. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis es Nacht wird oder ob es überhaupt mal Nacht wird. Keine Ahnung. Aber das ist ja schon perfekt. Okay, was gibt's hier Schönes? Hallo? Ah, die kann man aufheben. Was ist das denn hier? Kürbisse, sehr schön. Ich habe zwar keine Ahnung, was die bringen, aber... Ich nehme einfach mal alles mit. 50 ist immer, glaube ich, ein voller Stack. 50 von einem. Ich glaube, mehr kann man auch gar nicht nehmen. Also nehmen wir einfach mal so viel, dass wir einen Stack voll haben. Und gehe dann weiter. Ich glaube, die kann man auch verkaufen beim Händler hier. Ich weiß nicht, ob die Kürbisse verkaufbar sind, aber Items generell. Und so kann man halt dann sein Geld bekommen, wovon man dann Waffen und Pots und alles Mögliche kaufen kann. Okay, das heißt jetzt wahrscheinlich voll. Dann können wir kurz gucken, ob das stimmt mit den 50. Hier, 50 haben wir jetzt voll, genau. Gucken wir mal das hier dazu und dann rennen wir mal hier in die Stadt rein. Können wir das hier killen? Okay, anscheinend nicht. Gut, die Schilder an den Häusern, die zeigen immer an, ob das Läden sind oder nicht. Wenn da Schilder hängen, dann sieht man mal, was das für ein Laden ist. Hier bei diesem Brunnen kann man Wasserflaschen auffüllen und daraus dann Pots machen. Hier kann man einfach durchrennen, nehme ich an. Jo. Und jetzt mal kurz überlegen. In der Map kann man das doch, glaube ich... Ne, muss man erstmal entdecken, die Stadt. Ja, genau. Jetzt kann man das doch, glaube ich, sehen. Ne, oder? Mal reinzoomt. Jedoch diese Schilder hier immer an den Häusern, die zeigen immer an, ob das was für Läden sind. Rennen wir mal hier kurz rein. Schauen mal. Gut, da vorne, das sind hier so Trainingslager, muss man immer das Trainingslager finden von der richtigen Klasse. Der hier hat so eine Axt auf dem Rücken, also nehme ich an, dass das ein Krieger ist. Der kann uns, glaube ich, nicht ausbilden. Der hat aber auch ein Kriegerding. Ja, muss auf jeden Fall den richtigen finden und dann in der Nähe davon muss man dann X drücken und dann kann man die Sachen skillen, die man haben will. So, machen wir das mal zu. Ich schluck nochmal einen Pott, wir haben ja wenig Leben wieder. Und diese ganzen kleinen Viecher, die überall rumrennen,
Die kann man zähmen. Und zwar mit so Keksen oder Donuts oder was auch immer. Keine Ahnung. Das sind so ganz komisch aussehende, keine Ahnung, Leckerlis, die man in diesen Geschäften da findet. Und jedes Tier hat irgendwie andere Leckerlis, die es gerne isst. Man muss dann halt die finden, die das Tier gerne isst, und dann kann man das zähmen. Es gibt halt Tiere, die greifen für dich an. Es gibt Tiere, auf denen man reiten kann. Und da die Maps hier sehr, sehr groß sind und es gibt hier keine Teleportationszeug oder sonst was, zumindest glaube ich das nicht. Deshalb muss man halt sich andere Varianten suchen, mit denen man schnell reisen kann. Zum Beispiel Paragliding ist, glaube ich, die coolste Variante. Okay, können wir auch hoch. Man kann auch klettern mit. Ne, nicht mit X, mit Steuerung. Man sieht, da hat man seine Stamina, wenn die leer ist, fällt man runter. Und ist auch ganz wichtig, um halt Berge und so zu erklimmen. Okay, was ist das denn hier für ein Händler? Okay, der verkauft hier Rüstungsgegenstände, genau. Hier gibt es zum Beispiel hier Power Adapted. Was ist das hier? Cotton Boots, das sind hier, das sind Schuhe. Die kann man mal verkaufen. Hier, die geben jeweils 2 Gold, perfekt. Ich verkaufe aber nicht alle davon. Ich weiß nicht, vielleicht können wir die auch noch gebrauchen. Also mal 20 verkaufen. Den Rest hier. Ah ja, die können wir verkaufen, die, wo sind sie denn? Die Shoulder Pads, die wir eben aufgesammelt haben. Genau, weil die sind ja nicht für uns hier, die sind ja für den Ranger. Dann sehen wir, wir bekommen hier unsere Coins. Wir haben 75 Coins jetzt schon. Iron Fist, was ist das denn da? Hands, können wir die auf die. Ich kann das mal schließen hier. Wenn ich weiß, wie man es schließt. Also, okay. Was haben die da immer im Kopf? Okay. Anscheinend, ja, die labern alle, glaube ich, nur Kacke, die Dinger. Die ganzen normalen Leute. Und nicht, also die Händler, die können ja immer was verkaufen, aber die anderen Leute, die labern immer irgendwelche sinnlosen Sachen, wenn man die anredet hier zum Beispiel. Sagt er mir, was für ein Climbing-Skill der hat, der hier sagt mir, dass er, was man Bomben besser verwenden kann, wenn man ein höheres Level ist oder stärker ist. Und das ändert sich aber noch, das ist ja noch in der Alpha-Version. Ich glaube, die wollen das noch verbessern, dass die einzelnen Leute hier auch noch random Quests geben, die dann auch generieren, also immer verschieden sind. Okay, was das hier ist, glaube ich, der Pothändler. Ah ja, perfekt. Das ist hier, glaube ich, der wichtigste Händler. Hier kann man zum Beispiel diesen Hanglider kaufen. Der kostet aber 10 Silbercoins. Da sind wir noch weit von entfernt. Eine Lampe haben wir, glaube ich, schon Anfang an schon. Und diese Pots hier, die Glasflaschen, die sollte man, glaube ich, immer im Überfluss kaufen. Dass man die auf jeden Fall immer bei sich hat. Also kaufen wir mal von unserem ganzen Geld hier die Dinger. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, dass wir immer die Pots dabei haben.